Ha, guten Tag, liebe Leute. Ich muss gerade schmunzeln und ich begrüße euch recht herzlich hier zu Onkel Klo und seine Arkopalütze. Ich habe die Session dann beim letzten Mal doch nicht fortgeführt, weil meine Nase Probleme gemacht hat und ich gebe mal hier noch das edle Zeug ein. Nudel. So. Dass es flüssiger läuft und es tut's. So, ich musste gerade lachen. Weil ich habe hier im Fernsehen gesehen, da gibt es so eine Tierrettersendung oder sowas. Und da hat die Frau ihre Katze angezeigt. Weil die immer angreift. So Quatsch. Drei Anzeigen gegen die Katze. So, und ich habe vor, hier mit dem edlen Teil, was ich auch schon kalibriert habe. Wo habe ich es hingepackt? Wo ist es? Ran. Ach ja, war ja eine 6. Aber ich finde es nicht. Wo ist es M60? Hä? Kann mir jemand helfen? Die 6? 6er M60? Hä? Bin ich verrückt? Hier, ich habe es in die Munitionskiste gepackt. Ich habe es kalibriert. Ich habe ein Zweibein reingebaut und das. Also hier, Mündungsfeuerbremse oder wie das Ding heißt. Und so ein Zielding, das erhöht den Fernkampfschaden. Und das ersetze ich dann gegen das Magazin, was ich aber noch nicht bauen kann. Trommelmagazin. So ist das schön, so ist es fein. Ja, und da habe ich auch mal irgendwie, wahrscheinlich ist das auch eine urbane Legende oder so, von einer Frau gehört, die wurde von ihrer Katze angegriffen in der Wohnung und ist dann, hat sich selber irgendwo im Klo eingesperrt und hat die Polizei gerufen. Damit die Polizei die von der Katze rettet. Tja, manche Leute sollten keine Tiere haben. Natürlich gibt es Katzen, die haben Probleme und so, aber naja, so ein gewisses Grundverständnis, wie man Tiere so ein bisschen behandeln kann, ist ja, da muss schon einiges im Argen liegen. So, der Plan sieht vor, wir gehen nochmal in das Städtchen. Habe ich hier schon alles ausgeladen? Ach ja, Händlertour. Gucken, ob ich hier noch was zum Verscherbeln habe. Ja, so viel Lustigkeit erstmal zum Beginn. Und hier kann man doch bestimmt irgendwas, was ich sowieso nicht benutze. Das. Einmal das. So viele Kanister brauche ich nicht. Einmal Schüchen. Und ja, die Mods, die sind gut, weil die haben drei Tassen, weil ich gerade meine Kaffeetasse gedacht habe. Die gefüllt gut neben mir steht, fahren wir doch mal am Tag 30 zu Trader Joe's. So, und hier kann ich das aber auch schon mal rauspacken. Und ein bisschen Geld. So, Händler. Brumm. Fahren wir erstmal zu unserem altehrwürdigen Verehrer. Ja, aber komischerweise ist das dann nach ein paar Minuten wieder abgeklungen mit der Nase. Ich weiß nicht, was das soll. Ganz oder gar nicht. Hier habe ich ein Haus eingerissen, wo ich das letzte Mal Steine geholt habe. Also, so eine Ruine. Mal gucken, was uns heute noch über den Weg läuft hier. Tag 30, Tag 35, kommt die nächste Horde. Da haben wir noch ein bisschen Zeit für eine gewisse Menge an Blei, die wir holen und noch ein bisschen Schießpulver knödeln. Ah, wie schön. So, der Trader macht jetzt gleich auf. Gucken, wie er heute drauf ist. Oh, da ist Nitrat und Blei. Da kann ich doch mal meinen dicken Prügel reinhalten für eine gewisse Zeit. Das ist ja perfekt. Bis der Händler sich bequemt, die Luke aufzumachen. Sprach's und verschwand in der Erde.
Ah, und Nitrat ist direkt daneben. Habe hier schon die Tank-Mod? Nee, hier habe ich nur das reingeknallt. Aber da ist es auch schon ausgereizt. Stein, Sand. So, ich lieg mal. Oh, machen wir da 6 voll und dann. Dann sind wir erstmal für ein paar Schussspitzen auf der sicheren Seite. Ich muss auch mal wieder los. Dieser Tierretter hier in der Sendung auf TLC, der hat gesagt, ja, mal Spielzeug und so. Das hat er sich auch verdient. Der kleine Kater, der hier rumläuft in der Wohnung. Mal wieder neues, abgefahrenes Zeug. Und jetzt füttern sie gerade die Katze mit so einem hier so Foto-Mach-Stick, Selfie-Stick. Und am Ende haben sie einen Löffel dran gebunden. Angeklebt. Oh. Schrei die Schreierin. So, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, so viel? Nee. Ah, irgendwie kommt die hier nicht rein. Wo bin ich reingekommen? Da. Na? Entscheide sie sich. Oh, Scheiße. Ist jetzt hier drin, ja. Sie ins Loch gefallen. Ja, und die anderen Deppen. Hey. Es wird nicht gerannt. Mund zu. Milchzähne werden sauer. Aha. Komm. Ich will meine 6000 jetzt noch haben. Okay, fertig. Sand. Fällt er mir auf den Kopf oder was? Holpriger Start. Oh, jetzt kann ich die Dinger nicht postieren, ja. Weil die Typen da liegen. So. Auch nicht. Mensch! Ah. Aha, jetzt stecke ich fest. Weg! Und ein Punkt wenigstens. Damit ich nicht ganz so frustriert bin. Jetzt buddel ich mich hier raus. Ist mir ganz egal! Ah, hier kommt die Sonne. Hab ich gerade mal so ein Video geguckt. Weg, weg und weg. Solche Minimalmengen nehme ich nicht mit. Ich denke in größeren Dimensionen. So, jetzt hat der Händler offen. Und jetzt gibt es wahrscheinlich M60er in rauen Mengen. So, mal Balkontür kurz zumachen, damit die Nachbarn nicht alles
hören, was, die sollen ja sich das, die Videos angucken und nicht hier auf dem Balkon sitzen und hören, was Onkel Klo so labert. Da ist ja dann die Spannung weg. So, hinein! Und die Tür ist zu. Moin! Welcome, Survivor. Feel free to look around. Das werde ich tun. Komm schon lange nicht reinguckt. Ne, ist immer noch leer. So. Guten Tag. Erstmal verscherbeln. Weg. Da gibt es ein paar Münzen dafür. Verkaufen. Und, das hat sich ja gelohnt mit dem Speer. Ach ja. Und die Klumpen noch, ja. Klumpen. Ach so. So, jetzt wollen wir mal gucken. Tag 21, Restock. Schöne Bücher. Komm, mach mal hier diese... die Rezepte ran. Oh, Kunst des Bergbaus. Du kannst Melasse... Naja, den Kaffee will ich nicht. Das hab ich dir gegeben. Eine Klimaanlage. Stahlgerüst. Kann ich mittlerweile bestimmt selber. Klingenfalle, ja. Also ich finde die ja geil, die funktionieren ja auch, gehen aber schnell kaputt und man kriegt ja keine XP dafür. So, Mist. Ein Generator, kann man sich das selber basteln, oder? Ja, komm. Nehmen wir mit. Hams, doch, Dartfalle bin ich auch nicht überzeugt. Die Release. Ja, so. Dass wir wenigstens was kaufen. Dass er sich nicht sozial zurückgesetzt fühlt. So, Munition, ist Quatsch. Können wir selber. Tja. Betonmischung. Gratitude, ja. Tag 31, merken. Mach es ja morgen. So, bereit. Für die Außenwelt. So, Mobit. Nächster Händler war... war die Schnecke hier. Die asiatische Schnecke. Also, da habe ich den Eindruck, dass das eine Asiatin darstellen soll. So, gucken, wie der Kaffee ist. Heute. Ja, nebenbei. Ah, perfekte Trinktemperatur. Und gekocht mit dem Wasser Wilhelmshavener Brackwasser aus der Pfütze im Goebbelsweg. Astrein, das knallt, das wirkt, es erwärmt. Na, na gut. Oh, ist das ein Mini-Horn? In die wir mal ein bisschen was reinpumpen können. Sie haben sich soeben qualifiziert. Nö, ist nur 12. Oh, ich liebe es. Und ich werde es skillen. Ich werde jetzt auf Maschinengewehrmann gehen. Woanders. Hier. Guerilla. Schneller, nachladen. Astral, fett, weiter geht's. In die Hütte gehe ich jetzt nicht rein. Ich habe gemerkt, so die perfekte Zeit für mich, die energiegeladenste Zeit ist... vormittags bis mittags. Und danach kommt diese Mittagsschwere. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, manchmal wünsche ich mir in manchen Situationen, ich hätte noch das H zu meinem ADS. Ja, betretenes Schweigen. Ah, alles vergessen. So. Dann gucken, was die Pibi hier anbietet. Kurz hier, was ich erworben habe, käuflich. Das kommt da rein. Ein paar Steinchen. Sehr gut. Rein. So, Klappe zu. Draußen wird getrabbelt, hey. Jenny, but you can call me Dr. Jen. Hey, Dr. Jen. Ach, das ist doch die Pimpelpopper, oder? Ist sie danach empfunden?
Nee, Bogenschießen will ich nicht. Ich kann Bolzen aus dem Ziel, okay, ziehen. Mehr Schaden mit 9mm Waffen. Warum nicht? Helmlicht. Wasserhahn. Ah, Relais und Verkabelung ist was Unterschiedliches. Elektrische Komponenten mit Kabeln zu verbinden. Was ist ein Relais? Das muss ich dann mal prüfen. Okay. Ja. Den brauche ich nicht zu... Ach, ja. Und Kruzible kaufe ich nicht für 10.000. Schießpulver. 4K, panzerbrechende Munition. Da, das ist dann, wenn wir uns keine Sorgen mehr machen brauchen über sämtliche Komponenten. Das kann man sich leisten. Ja, bitte, danke. Schmieden. Oh, die sind immer billig hier, oder? Ja. Kann man machen, weiß ich. Ja, sind es mal. Ja, das mache ich. Ich benutze es. Hast du auch Restock am Tag 31? Maybe next time. Ja. So, jetzt wird hier noch um die Ecke aufgeräumt. Das lasse ich mir nicht bieten. So. Mensch, das haut rein, das Ding. Und der andere Händler war doch... Wo war er? Hier oben. Können wir hier schon durchjuckeln und dann nochmal hier im Städtchen. Dankeschön. Weiter geht's. Shopping Tour. Ah, da ist eine Tittenbar. Naja. Und ein Skatepark. Und ein Working Stiff Tools. Oder was ist das hier Schönes? Ne, Poppenpilz. Ne, brauche ich nicht. Brauche ich jetzt nicht. Past Gas. Können wir mal... Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. Also ist wirklich ergiebiger als die AK. Drei Schuss und die Typen sind kaputt. So, das ist nichts, aber hier. Okay, nett, wenn mal Besuch kommt. Fetti Bum Bum. Weg. Das kennen wir doch. Da unten sind noch die Tanten drinnen. Die macht 35 Blockschaden und die macht nur 22. Ist aber langsamer. Was soll denn das? Achso, das kracht ja zusammen. Das war's für dich. Wo ist die Spinne? Na? Krach ein. So. Sehr gut. Pass rein. Eine schöne Schotze. Und noch ein M60. Okay. Kann man verscherbeln. Schöperit. Also, ja klar macht die Axt mehr Schaden, die ich gefunden habe, die Stahlaxt. Aber hat eine schlangsamere... Ja, okay, guck mal hier auch noch rein. Nix, gecheckt und weg. Aber die hat eine langsamere Schlagrate. Und noch einmal, weil es so schön war. So, auf, raus. Und ach, auf dem Dach war ja auch noch was. Da hämmert schon wieder jemand. Nee, das eine Ding brauche ich jetzt auch nicht. Mhm.
Und eine Zweier und ein schönes Rad. Oh, ich höre Kojoten. Rufen. Nehm die mal mit. Das ist vielleicht auch ergiebiger, oder? Ach, das können wir verschabeln. So, was ist jetzt der Unterschied? Das ist ein Relais. Und die schließt einen davon an, um Ereignisse anhand der Tageszeit auszulösen. Aha. Nanu. Interessant. Ja. So. Weiter geht's. Anhand der Tageszeit. Naja, aber schaltet es dann zum Beispiel Fast Food Pyramide. Schaltet das Ding dann auch einen Generator an? Oder muss der die ganze Zeit weiterlaufen? Das muss ich prüfen. So, wo habe ich meine Markierung? Da. Moin. Eine Fahne? Aus Militärlauer. Guck mal, aber die Mutti kriegen ja. Bam. Ja, mal tanken. Ist das schon der Händler? Nee. Was ist das? Ach, da war ich das letzte Mal drin und hab's M60 gefunden, oder? Ja. Blöder Geier. Ja, also wenn ich das nächste Mal hier Dynamit oder sowas hab, dann ist das Ding auch fällig. Ah ja, hier ist der See, wo... Was war denn da? Da war ja irgendwas. Irgendeine Mission oder so. Die Krankenschwester oder Cheerleader oder sowas. Das ist aber hier nicht so ideal. Nicht ins Tiefe. Ich kann doch noch nicht. Ich bin doch noch zu klein. Ich darf nur im Flachen. Ja, ich bin jetzt total tollkühn, zack. Ja, flach geht. Blödes Vieh. Ja, ich finde es so schade, dass man bei dem MG nicht noch eine andere Visiereinrichtung anbringen kann. Man muss damit arbeiten. Ja, na? So. Hinein. Ist der Geier noch? Er ist weg. Ja, ist nichts mehr. So. Guten Tag. Howdy. Howdy. Okay. Ödlandschätze. Habe ich nicht. Ich kann Edelsteine finden. Bitte, danke. Und Granate, ich könnte einen Truck kaufen für 60.000. Nachtpirscher, nachts. Ich bin nachts nie überlastet. Das bin ich ja nicht mal tagsüber. Kartoffel, warum nicht? Kosten nicht viel. Das ist wirklich billig gewesen. Ja, Maismehl, komm, backen wir uns mal was. Taco oder so. Ich höre Schritte. Das ist ja der letzte Scheiß. Und die sind auch billig. Ja, bitte, danke. Cement, ja. Tja, na gut, hat sich nicht... Ich werde zurückkommen, danke. Wir sehen. Ich habe mal versucht, die Händler umzubringen. Also, ich habe es nicht geschafft. Geht nicht. Und die sind eben auch nicht böse. Hey, ging schon mal besser. Ich hab da was rascheln gehört. So, ach, das Geld hätte ich loswerden können. Naja.
Bin da erstmal immer schlauer. So. Siehst du, habe ich ja richtig gehört. Weg. Und auch das. Und ja, na gut, gut. Ja, ja, ja. Ich werde es tun. Und da wird schon wieder gezisselt und geschmiert. Moin. So. Weg. Und na, weg. Oh, jetzt kommt hier eine Horde angewackelt, oder was? Ganz nett. Ja, mit dem Nachladen, das muss noch ein bisschen schneller gehen. Und da kommt eine dicke Mutti. Das ist ja nochmal ein ganzes Bataillon von den Typen. So, jetzt ist die Katzensendung zu Ende. Jetzt kommt eine Tierarztsendung. So. Mutti hat einen Kopf, hat jetzt abgenommen und sie hat bei ihrer Verurteilung erreichen können, dass ihr nicht ein Bein und zwei Arme abgeschlagen wurden, sondern nur der Kopf. Und immer eine Markierung in das edle Städtchen hier. Brauche ich eigentlich nicht, aber ich mache es tanken. Ja. Ach, soll sie nicht abschließen. So. Los geht's, Feuer! Ach, so eine dicke alte Frau, eine kleine, die ist Tierärztin und hat so einen hässlichen Pudel, der ist viel zu dick, dass das Fell so für das Tier gar nicht mehr reicht. Das sieht aus, als hätte der kahle, also nicht kahle Stellen, aber das Fell ist so dünn. Fifi. So, mal gucken, was gibt's hier noch? Das war ein Militärlager, ja, das ist schon mal interessant. Ah, Sonne. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste. Finde ich gut. Daumen hoch. Favela-Schule. Oh, ich habe mich mal so kaputt gelacht. Oh, noch ein Militärlager. Das erzähle ich aber euch aber, worüber ich mich kaputt gelacht habe, wenn wir das finden. Was ist das? Shotgun? Ja, okay. Und da geht es schon los. Das erzähle ich euch, wenn wir das mal finden. Jetzt ist es zu früh. Ist Quatsch. So. Das kriegen wir aber noch gelootet hier, oder? So. Aufwachen. Ist das Hündchen. Ihr kennt das ja schon, wie das läuft. Alle wach machen. Und dann... Wo ist der Ganga? Och, jetzt lädt er nach. Nee. Noch. Okay, danke. So, Munition vielleicht? Nee, Hundefutter. Das wird jetzt noch gemacht hier. Nee, sah nur komisch aus. Und der Kaiser geht durchs Minenfeld. Blöder Vogel! Hier, habe ich noch richtig gehört. Na, Kaiser.
Was macht die Schadensregelung? So, Süppchen. Das brauche ich jetzt nicht. Mal gucken, was der edle Verein hier vor uns verbirgt. Hühnchen nehme ich jetzt nicht mit. Ja, Glück gehabt. Kohle, Nitrat, ist Blödsinn. Das ist doch alles Quatsch. Außer das Silber. Falscher Knopf. Da könnte man mal eine Pille fressen. Das ist auch Müll. Jetzt ist es wieder... Jetzt flacht es schon wieder ab. Das ist Quatsch. Ja, Pille fressen. Richtig, danke. So, was war denn hier noch einigermaßen Sinnvolles? Gammelfleisch. Das ist ja Quatsch. Wieso habe ich da nur so wenig Gammelfleisch rausgekriegt? Eine Handtasche. Mit Erbsen und Geld. Da sind wir eine Dose Erbsen einstecken. Und hier war das unterm Tisch. Weg, Tisch. Medizinische Vorräte, Farbe. Und das Rezept kenne ich schon. Okay. Und das verstehe ich ja nicht. Hat jemand eine Ahnung, was das mit dem Licht zu bedeuten hat? Weil hier unten drunter habe ich schon mal gebuddelt, ist nix. Eine Handtasche. Hören Sie mal. Come down. Da ist nix. Hier ein Rezept. Fleisch. Massagestab. Rezept. Für den Rücken zu massieren. Nix. Tja. Das war leider nicht mal die Bronzemedaille. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Der Tag ist noch einigermaßen jung. In Shotgun-Messer gehe ich nicht, aber wir werden in der nächsten Folge weiter erkunden, liebe Freunde. Gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis gleich. Ciao, euer Onkel Klo.